Hallo, Guido hier von blockbuilders.de und ich will euch heute zeigen, wie ihr Euro-Ein- und Auszahlungen bei Binance machen könnt. Binance ist mittlerweile die größte Kryptobörse der Welt. Also wenn ihr hier zum Beispiel zu coinmarketcap.com geht und dann auf Exchanges und dann Spot. Spot ist einfach nur das Kaufen und Verkaufen von Kryptowährungen, kein Futures-Trading. Dann seht ihr, dass in den letzten 24 Stunden Kryptowährungen im Wert von 6 Milliarden bei Binance getradet wurden. Zum Vergleich Nummer 2, Coinbase Pro, waren es halt unter 300 Millionen. Also ein deutlicher Unterschied zu dem Handelsvolumen, was bei Binance stattfindet und was bei Coinbase Pro oder bei anderen wie Kraken und so stattfindet. Der Vorteil ist natürlich immer, dass Binance dadurch die am meisten liquide Börse ist, was natürlich Sinn macht, wenn ihr in irgendeine Position rein wollt oder raus wollt. Und ihr habt natürlich auch eine ganze Menge Coins, die dort getradet werden. Wenn ihr noch keinen Binance-Account habt, ich habe unten einen Link reingepackt in die Beschreibung. Mit dem spart ihr nochmal 10% Gebühren bei alles, was ihr auf Binance macht. Wenn ihr jetzt Euro-Ein- und Auszahlungen machen wollt, müsst ihr erstmal einen Binance-Account eröffnen. Wenn ihr den habt, müsst ihr euch verifizieren. Und das geht im Prinzip, also normal geht die Binance-Anmeldung so, dass ihr nur eine E-Mail-Adresse und ein Passwort braucht. Und dann kriegt ihr auch schon einen Account. Damit könnt ihr auch Kryptowährungen traden, aber ihr könnt halt kein Fiat, also kein Euro traden. Um das zu machen, müsst ihr euch verifizieren. Da klickt ihr einfach hier. Ich bin jetzt schon verifiziert, aber hier rauf. Einfach auf, wo die E-Mail-Adresse steht. Und dann müsstet ihr hier bei Increase Your Account Security, müsstet ihr hier bei Identity Verification ist dann ein Link. Da klickt ihr rauf und da müsst ihr einen Personalausweis oder Reisepass hochladen und dann werdet ihr relativ schnell verifiziert. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr im Prinzip auch schon anfangen, Euro-Ein- und Auszahlungen zu machen. Wie das geht, ist eigentlich relativ einfach. Ihr klickt hier einfach auf, könnt zum Beispiel Wallet Overview nehmen, klickt dann hier auf Deposit und dann könnt ihr hier auswählen Deposit Cash, Deposit Crypto und jetzt Deposit Cash. Und dann kommt ihr zu diesem Schirm. Da sind noch ein paar andere Wege, um da hinzukommen. Manchmal seid ihr auch direkt bei Krypto oder ihr macht halt hier Fiat. Fiat ist dann wie gesagt immer Euro oder andere Währungen, die ihr machen könnt. Und da seht ihr eine Einzahlung, also ein Deposit bei Binance, kostet nur 50 Cent. Ihr zahlt also nur 50 Cent, wenn ihr Geld zu Binance überweist. Wenn ihr eine Karte nehmt, wie eine Visa oder Mastercard, seid ihr schon bei 1,8%. Das ist noch relativ günstig. Andere nehmen da fast 3%. Aber trotzdem ist es halt deutlich mehr als diese 50 Cent, die Binance hier für die SEPA-Überweisung berechnet. Dann gebt ihr nur ein, wie viel ihr überweisen wollt. Zum Beispiel 500 Euro. Seht ihr, ihr bekommt hier dann 499,50 gutgeschrieben. Und dann klickt ihr hier auf Continue und dann bekommt ihr im Prinzip auch schon angezeigt, wo ihr das hinüberweisen sollt. Wichtig ist, dass ihr den Referenzcode richtig angebt und wie gesagt die IBAN und dann wird euch das relativ schnell in eurem Binance-Account gutgeschrieben. Also in der Regel innerhalb des gleichen Arbeitstages. Das zu den Einzahlungen. Und wenn ihr eine Auszahlung machen wollt, geht das im Prinzip genauso einfach. Ihr geht wieder auf euer Spot Wallet und geht dann auf Withdraw, geht dann wieder auf Fiat und dann seht ihr die ganzen Auszahlungsmöglichkeiten. Da kostet eine Auszahlung hier 1 Euro. Dann gibt es noch so ein paar Sachen, die eher im Ausland bekannt sind, aber hier in Deutschland nicht so genutzt werden, wie Advanced Cash oder Etana. Wie gesagt, in der Regel würde man hier einen Banktransfer machen und würde sich eben die Summe beliebig auszahlen lassen. Und müsste dann einfach seine Bankdaten eingeben, wenn man hier eine Summe eingibt, auf Continue klicken und dann könnte man auch schon die Auszahlung machen. Was ihr vielleicht noch wissen wollt oder müsst, wenn ihr Euro einzahlt oder eine Kryptowährung habt, müsst ihr halt immer zu Euro hintauschen oder von Euro wegtauschen, um auf Binance zu handeln. Das heißt, ihr geht hier einfach auf Markets und dann seht ihr alle Markets. Aber wenn ihr zum Beispiel
IOTA kaufen wollt, seht ihr nicht, dass IOTA gegen Euro gehandelt wird, sondern nur BTC wird zum Beispiel gegen Euro gehandelt. Das heißt, ihr müsstet hier auf Fiat Markets gehen und wählt dann Euro aus. Und dann seht ihr, ihr könnt eigentlich nur diese Kryptowährung mit Euro kaufen. Das heißt, wenn ihr beispielsweise IOTA kaufen wollt, würdet ihr eure Euro gegen Bitcoin tauschen, hier einfach traden und würdet die dann mit dem BTC IOTA kaufen. Und wenn ihr die verkaufen wollt, würdet ihr die IOTA gegen Bitcoin verkaufen und dann die Bitcoin gegen Euro und euch das dann per Überweisung auszahlen. Wenn ihr dazu Fragen habt, nutzt gerne unten die Kommentare. Wenn ihr noch keinen Binance-Account habt, nutzt gerne den Link, um 10% Gebühren dabei zu sparen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und das Video liked. Vielen Dank fürs Zuschauen.